die Schweizer. 21. Minute, ein früher Dämpfer für Jogi Löw. Nur zwei Minuten später, das deutsche Team wirkte nach zwei Wochen Vorbereitung müde. Wieder Barnetta, wieder Derliot, das 2:0. Ottmar Hitzfeld coacht der Eidgenossen schier aus dem Häuschen. Kurz vor dem Wechsel nach Özils Freistoß, Mats Hummels mit dem 1:2 Halbzeitstand. Vier Minuten nach Wiederanpfiff erneut das Duo aus Leverkusen, Flanke Barnetta, Derliot, das 3:1, die Schweizer Fans begeistert. Die deutsche Mannschaft mit der direkten Antwort, André Schürrle aus der Entfernung, wieder der Anschluss, 2:3. Aber die Schweizer blieben dran. Tolles Zuspiel, Fehler Ter Stegen und Stefan Lichtsteiner mit dem vierten Schweizer Treffer, ein unterhaltsames Spiel. Nochmal Deutschland, der eingewechselte Marco Reus, der Neudortmunder mit dem 3:4, kurz vor dem Ende. Doch die Schweizer steckt nicht